So, da hinten ist die Holzfällerhütte. Hi. Grüß dich, Aldarian. Jenny hat mir bereits erzählt, dass du kommen würdest. Mein Name ist Rötloin. Ich bin ein einfacher Gärtner, der in diesem trostlosen Land sein Handwerk nachgeht. Die Gärtnerei dient nicht nur meinem Lebensunterhalt, es ist meine wahre Berufung. Eine Berufung, die ich ohne Frau Fuschards Anleitung nie entdeckt hätte. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich am Boden zerstört bin, dass sie uns verlassen will. Jedoch ist noch nicht jegliche Hoffnung verloren. Ich habe da nämlich eine Idee. Sag mir daher, kennst du dich mit Fichten aus? Oh nein, ich brauche Fichtenholz. Es wäre keine Schande, wenn dem nicht so ist. Immerhin sind sie ziemlich selten dieser Tage. In den Jahren vor der Katastrophe gab es laut Fufusha üppige Fichtenwälder, die sich über viele Malme erstreckten. Die Fichten, die du heute siehst, gehen auf die Bemühungen von Fufusha zurück, die Vegetation vergangener Zeit nach Eosea zurückzubringen. Vielleicht überzeugt es sie ja, ihr Leben als Gärtnerin weiterzuführen, wenn sie die Früchte ihrer harten Arbeit zu Gesicht bekommt. So wie ich Fufusha kenne, würde diese Geste ihr am meisten bedeuten, wenn die Fichten von einer geschätzten Schülerin abgeholzt würden. Auch nett. Ich spreche natürlich von dir. Bevor du dich auf den Weg machen solltest, solltest du dir allerdings einer Sache bewusst sein. Geeignete Fichten sind nicht leicht zu finden. Nur wenn du das Wissen über die Flurenthüllung besitzt und vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang umherwanderst, kannst du sie sehen. Wenn du meine Anweisung genau befolgst, wirst du Nutzbäume entdecken, die du zuvor noch nie gesehen hast. Schlag 3 Fichtenholzscheite aus sieben heraus und bring sie zu mir. Gegen 9 Uhr eoseischer Zeit. Es ist 21. Leck mich, das mach ich garantiert nicht. Ich warte jetzt nicht bis 9 Uhr morgens, es diese scheiß Fichten erscheinen. Nee. Nein, meine ich. Mir egal. Das, was ich gesagt habe. Aber nein, meine ich. Einfach nein. Ladezeiten sind auch mal wieder richtig gut. Freut mich. You. Also, Fichtenholz. Bitte sag mir, dass es welches gibt. Oh Gott. Da sind wir nämlich wieder bei der Sache, ich hasse es, Sachen zu farmen, die es nur zu gewissen Uhrzeiten gibt. Wenn es in-game ist, nur die Uhrzeiten, aber nee. Fichten. Fichtenholzscheit. 3 Stück brauche ich. Wahnsinn, dann gibt's nicht. Noch dazu? Nee. Dann. So. Ich weiß, es ist jetzt gescheatet, das ist mir aber Hose wie Jacke gerade. Ich bin froh, wenn wir überhaupt über. Also auf die 50 kommen. Hier. Okay, euch nochmal los. Verkauft habe ich leider nichts. Höllenfeuer. Okay. So spannend sieht die jetzt nicht aus. Die können wir dann auch wieder verhökern. Was heißt verhökern, aber... Ihr wisst, was ich meine. Die für Staatsteile eintauschen. Eisenwinkeleisen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Sieben Minuten noch, okay. Dann muss ich in 7 Minuten nochmal zurückkommen. Jetzt erstmal wieder ins Eis. Sammlerleveln ist das Schlimmste, was es gibt.
Weiß gar nicht. Ich glaube, die Sammler kann man noch nicht mal hochkaufen. Finde ich, weil das würde, glaube ich, gehen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich würde es jetzt auch nicht versuchen. Bin nur froh, wenn sie oben sind. Ich halte mir einfach immer vor Augen, was ich dann für tolle Sachen machen kann. Mir graut es allerdings dann, Sachen in HQ herzustellen, wo ich noch nicht weiß, wie man das tut. Das wird ganz furchtbar. Gut, wir haben noch eine Stunde Zeit, dann geht's zu Witcher rüber. So Pi mal Daumen. Solltest du Schwierigkeiten beim Auftreiben der Bäume haben, denk dran. Nur wenn du das Wissen über die Flurenthüllung besitzt, kannst du sie sehen. Ja. Yeah. Wenn du das befolgst, bla bla. Hast du alles verstanden? Ja, haben wir. Das ist jetzt einfach nur die Erklärung von eben. Bemerkenswerte Arbeit. Wie ich sehe, hat Fufusha dir einiges beigebracht. Ich hatte eigentlich vor, die Scheide direkt an Fufusha zu liefern, aber ich habe soeben beunruhigende Neuigkeiten erfahren. Du weißt sicher, dass die Bewohner von Kurtas in einen Krieg mit den Drachen verwickelt sind, oder? Aufgrund eines neuerlichen Angriffs der Drachen haben viele Soldaten und Siedler ihre Behausungen verloren. Ein Zimmerer in der Gegend gibt sein Bestes, um neue Hütten zu errichten, aber es mangelt jemandem Holz dafür. Ich teile deine Sorge um Fufusha. Aber als Gärtnerin wirst du mir sicherlich zustimmen, dass es oberste Priorität hat, unseren Leuten in der Not beizustehen. So hat Fufusha selbst es mich gelehrt. Ich habe daher eine Bitte an dich. Suche den Zimmerer auf, der in so großen Schwierigkeiten steckt, und liefere einige Fichtenholzscheite bei ihm ab, damit die Bewohner von Kurtas nicht länger ohne Dach über dem Kopf aushalten müssen. Der Zimmerer ist am Arsch der Welt. Aber kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Dauert nur ein bisschen länger. Wir haben halt den Nachteil, dass wir noch nicht fliegen können. Dazu fehlt noch viel zu viel von der Hauptstory. Ich will mal versuchen, dass wir am Sonntag gut durchfahren, wenn wir die Story nicht kriegen. Aber dass wir dann ein bisschen Hauptstory machen. Falls ich nicht zu sehr wieder in Dreamlight Valley verfalle, weil ich glaube, das werden wir definitiv spielen. Aber wir müssen ja noch uns aufs Update vorbereiten. Folglich, ja, brauchen wir da noch ein bisschen für. Nee, brauchen noch mehr Kürbisse. Ja, bitte? Bist du blind oder einfach nur dumm? Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Womit ich beschäftigt bin, willst du wissen? Ich bin auf der Suche nach Holz, um die Häuser neu zu errichten, die diese verdammten Drachen zerschmettert hatten. Oder ist dir noch nicht aufgefallen, dass hier ein Krieg im Gange ist? Sieh mal, ich möchte dich ja nicht vor den Kopf stoßen, aber ich habe keine Zeit zum Plaudern. Sieh dich doch mal um. Dieses Land ist nicht gerade besonders einladend. Ohne ein Dach über dem Kopf werden viele Leute sterben. Verdammt, gibt es denn überhaupt keine stabilen Holzscheite mehr im ganzen Hochland? Hey, das ist. So ein Holz habe ich noch nie gesehen. Wo im Namen der Zwölf hast du das her? Erstaunlich, dass sich in dieser Gegend Holz von solcher Qualität finden lässt. Das werde ich dir nie vergessen, meine Liebe. Diese Bäume werden Leben retten. Es sind drei Holzscheite. Für hunderte von Hütten. Drei. Drei kleine Holzscheite. Was will man mit drei Holzscheiten machen? Diese Bäume werden Leben retten? Dessen könnt ihr euch sicher sein, kleines Fräulein. Mit wem habe ich das Vergnügen? Oh, sie sind so cute. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin lediglich eine bescheidene Gärtnerin, nichts weiter. Ich möchte dich bitten, mit meinem Kollegen Rötleun an der Holzwirkhütte zu sprechen. Er wird dafür sorgen, dass dir nie das Holz ausgeht. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, Fräulein, aber ich bin unsagbar froh, euch getroffen zu haben. Nofika wacht wahrlich gut über uns heute. No. Ja, schon wieder süß. Aber vor allem diese kleine Kiste oder diese riesige Kiste, diese kleinen Holzscheite, die gehen da drin unter. Gehen wir ein Stück spazieren? Mhm.
Als Jenny vorschlug, dass ich nach Kyrathas reisen sollte, hatte ich nicht den blassesten Schimmer, was sie damit bezweckt. In dem Moment, wo ich den weiter blickte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das war euer Plan, oder, Eldaria? Du, Jenny, Rotloin, eure liebenswürdige Sorge um mich ist mir nicht entgangen. Genauso wenig wie die Bedeutung dieses Waldes. Nein, ein Blick auf diese prächtigen Bäume und es braucht keine Worte mehr. Die Techniken der Gärtner und die Liebe zur Natur, die wir nach Ishgard gebracht haben, haben Wurzeln geschlagen und Früchte getragen. Wurzeln so stark wie die majestätischen Fichten, die einmal mehr dieses schneebedeckte Hochland bereichern. Die Fichten, die nun jenen Schutz bieten, die vom Krieg gebeutelt sind. Genau wie, der Finsterwald hat auch dieser Wald schwer unter den Folgen des Krieges zu leiden. Und doch ist der Wald stark. Eine Stärke, die ihm seit uralten Zeiten innewohnt und die er mit uns teilt. Eine Stärke, die weit über die Holzscheite, die wir abbauen, oder die Kräuter, die wir sammeln, hinausgeht. Was ich heute gelernt habe, darf ich nie vergessen. Mehr noch, ich muss meine Entdeckung hier mit anderen teilen, damit Hoffnung in die Herzen meiner Landsleute zurückkehrt. Lass uns Sakridana zurückkehren, Eldaria. Der Finsterwald braucht uns. Ja. Aber nur. Dies. Ja. So, ich kann mich bei Rückführung importen. Ich muss unbedingt dran denken, wir brauchen die Hose. Wir brauchen die Hose. Lädt er sich zu Tode? Ja, nein, vielleicht. So, dann einmal zur Gärtnergilde. Ich habe das Gefühl, ich erlebe die Spiel fast nur nachts. 0 Uhr 43 über die Jahrzeit, na toll. Und noch mehr lesen. Kannst du es hören, Adalia? Die Blätter flüstern uns zu, heißen uns willkommen. Kaum zu glauben, dass ich meine Aufgabe hier fast den Rücken gekehrt hätte. Die Kämpfe gehen unvermindert weiter und auch der Wald wird noch einiges abbekommen. Die Gredania und die Ikta schlagen unschuldige Äste ab, denn Wurzeln, Pflanzen und Sträucher für ihre eigennützigen Zwecke. Die Trauer und die Hilflosigkeit sind bisweilen nur schwer zu ertragen. Aber wenn ich mich einfach so davon stehen würde, wer würde sich dann um die Wunden des Waldes kümmern? Ein einzelner Gärtner vermag nur wenig auszurichten. Aber jeder Samen, der gesät wird, und jeder Baum, der seine Wurzeln schlägt, bringt uns einer Zukunft näher, in der wir wieder im Einklang mit dem Wald leben. Mein Schmerz und meine Verärgerung haben meine Augen für diese Wahrheit verschlossen. Danke, Jenny. Danke, Jenny, Rotloin, und dir sehe ich wieder klar. Ich hasse diese Brille. Dann besorgt ihr Daria. Ich werde hier in der Ehrenkranzkolonie bleiben. Wie könnte ich auch anders? Der Wald braucht in diesen dunklen Zeiten jeden Freund, den er kriegen kann. Und anscheinend haben wir auch ich noch viel zu lernen. Ich wäre geehrt, auch weiterhin mit dir, Eldaria, den Weg des Gärtners zu beschreiten. Nicht als Gildenmeisterin einer Schülerin gegenüber, sondern als zwei gleichgesinnte Hüter des Waldes. Auf das du stets auf all deinen Wegen geschützt sein magst. Hose. Wahrscheinlich jetzt 51. Vom Level her. Und damit endet die Gärtner-Auftragsreihe von Final Fantasy XIV Realm Reborn. Ja, ich weiß, ich muss jetzt Seven's Ward anfangen. Ja, 51, aber egal. So. Aber damit haben wir den Gärtner auf 50. Das hier reicht für heute. Das heißt, ich kann jetzt bei den Sylphen weitermachen. Weil hier ist jetzt erstmal Ende mit Quests.
Das heißt, wahrscheinlich nächsten Mittwoch dann den Minenarbeiter freischalten. Wir machen das jetzt einfach Mittwoch für Mittwoch. Ich bin irgendwie so wach, quasi. So halb. So, die Sylphen. Mit was machen wir die Sylphen? Garantiert nicht mit dem Schwarzmagier. Komm, ich mach mit Paladin die Sylphen. Oh. Weil die Aufträge sollten eigentlich nicht so viel bringen. Hoffe ich. Ansonsten kann ich den Ohrring auch einfach ausziehen. Also ich bin nebenbei noch am Essen. Weil das ist so viel, da sitze ich glaube ich noch eine Weile dran. Hätte ich dann über den Arm verteilt. Wir sitzen ja noch eine Weile hier. Komme ich da mit Drache hoch? Ja. Oha! Wer starke Abenteurige. Oh. Was führt die Deinige zur meinigen? Aha, du suchst also einen angesehenen Wissenschaftigen. Tut mir leid. So einen kennt die Meinige leider nicht. Wenn die Deinige allerdings irgendwann auf der Suche nach einem furchtbaren, stümperhaftigen ist, kann die Deinige sich gerne wieder bei der Meinigen melden. So einen kennt die Meinige nämlich. Dieser Stümperhaftige steht gleich dort drüben. Oh! Da hat sich die Meinige wohl geirrt. Vielleicht ist der Stümperhaftige kurz zur Ältesten gegangen. Der Stümperhaftige erkundigt sich dort sicherlich wieder nach der Lebensweise der Unsrigen, mit welcher sich der Stümperhaftige ja so gut auskennt. Die Nerven der Meinigen wüssten es zu schätzen, wenn die Deinige dort alleine nachsehen würde. Nerven würden mich schon, wenn ich nicht wieder diese Hilfen zufruchtieren müsste. Also die Hilfen sind echt nervig, allein wie drehen. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Oh, Abenteurige, die Meinige freut sich wirklich sehr, die Deinige wiederzusehen. Erzählungen über die Heldentaten der Deinige dringen sehr oft bis zur Zuflucht vor. Die Unsrigen sind also bestens informiert. Die Deinige sucht nach einem Wissenschaftigen. Nein, so einen gibt es hier leider nicht. Wenn du allerdings einen furchtbaren den sucht die Deinige. Der Stümperhaftige war tatsächlich bis vor kurzem noch hier bei den Unsrigen. Aber vor 3 Tagen hat sich der Stümperhaftige auf einer Erkundungsreise ins Sylphenland aufgemacht, um zu überprüfen, ob an irgendeiner Legende wirklich etwas dran ist. Oder so etwas ähnliches. Die Meinige hat nicht mehr genau zugehört. Und hallo Niklas, einen wunderschönen guten Abend hier. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Meinige war zu schockiert, weil es im Sylphenland doch so viele, viele Finstriger gibt. Die Meinige wollte den Unvernünftigen dazu bringen, nicht zu gehen, aber vergebens. Jetzt ist der Unvernünftige bestimmt in großen Schwierigkeiten. Hat die Abenteurige jetzt etwa vor, auch ins Sylphenland zu gehen und dem Unvernünftigen zu helfen? Dann sollte die Abenteurige vorsichtig sein. In letzter Zeit ist der Wald sehr unruhig. Die Meinige kann es geradezu hören. Ein unheilvolles Rauschen. Es löst bei der Meinige eine innere Unruhe aus. Wie selten zuvor. Ist ja immer noch krank? No. Hätte ja sein können, dass es so langsam besser wird. Aber da sind wir wieder. Es ist wieder alle krank. Oder haben noch 2 weitere gesagt, dass sie krank sind. Jedes Mal, wenn es kälter wird. Aber mir geht's soweit gut. Bisschen vorher gefuttert, aber mir geht's gut. Trotzdem arbeiten. Noch geht das. Okay. Aber trotzdem doof. Krank sein ist immer doof. Wie gesagt, ich klopfe auf Holz, ich war lange nicht mehr krank. Ich muss es aber auch nicht haben. Ich muss keine Erkältung kriegen. Das würde bedeuten, dass ich wieder im Bett liege. Das bedeutet, dass ich nicht weiter renovieren kann. Das wäre doof. Das Stümperhaftige war nicht bei der Ältesten. Was im Sylphenland? Wie schade, das Stümperhaftige war doch noch so jung. Er hätte noch Zeit gehabt, zu einem richtigen Wissenschaftigen zu werden.
Die meinige tut es leid wie Armtürge. Der so gut wie Totige wurde entweder schon von Monstrigen gefressen oder von Finstrigen entführt. Oder von einem donnerigen Schicksal eingeholt. Was? Die Armtürge will dem Totigen helfen gehen? Das ist sehr unüberlegt. Im Silfenland gibt es eine Unmenge an bösigen Monstrigen und giftigen Pflanzigen. Oh Gott, Alter, ich kann nicht mehr. Und vergiss die Finstrigen nicht. Die Finstrigen kennen kein Erbarmen. Wenn die Tollkönige es allerdings wirklich wagen möchte, sollte sie sich vorher hier in der Zukunft gut auf dieses Abenteuer vorbereiten. Und der meinigen auch ein paar anderen Aufgaben behilflich sein. Hier gibt es immer viel zu tun. Ich sag immer, solange es geht, gehe ich arbeiten. Ja. Habe ich ja auch immer gemacht, also zumindest was Schule anging. Ich habe immer so lange gemacht, wie es ging. Ging's gar nicht mehr, war ich dann halt zu Hause. Schuleschmutz. Ja, aber muss man ja leider auch durch. Das geht ja leider nicht anders. Kommst du ohne nicht voran. Aber trotzdem ist Schule scheiße, da gebe ich dir recht. Was? Die Deinige will wirklich ins Silfenland gehen? Die Meinige hielt es einfach für einen schlechten Scherz. Der Stümperhaftige. Voice war der Name? Oder Voice? Wo hieß? Wie auch immer. Wieso will die Abenteurer einen so verantwortungslosen eigentlich helfen? Obwohl ihr beidigen euch gar nicht kennt. Die Abenteurer ist wirklich ein schwer in Ordnung liegt. Und nun Gege. Oh Gott. Alter. Wer hat sich diese Sachen ausgedacht? Wer hat gesagt, okay, das ist gut, so wie die Silfen reden? Fertig mit der nervigen Schule. Ja. Ich bin ja Gott sei Dank auch fertig mit Schule. Ich hab da auch keinen Bock mehr drauf. Okay. Frutus hat sich die Gespräche hier ausgedacht. Frutus, was hast du dir dabei gedacht? Die Meinige kann wohl nichts weiter tun, als die Empfehlung auszusprechen, zuerst in Lerchenruf zu suchen. Dort befindet sich nämlich die neutrale Zone zwischen den Unsrigen und den Finstrigen. Der Stümperhaftige sitzt vielleicht dort fest. Seliges. Aber sieh dich vor, mit den Finstrigen ist nicht zu spaßen. Die Deinige sollte versuchen, unentdeckt zu bleiben, zuerst einmal die Lage zu sondieren. Viel Erfolg. Und ist der Hund wieder sauber? Sehr gut. Ich habe sie gerade nur rumspringen hören, deswegen dachte ich so, ah, okay, die freut sich, glaube ich. Huch, nee, das war falsch. Lärchenruhe vom Ziot, da hinten, am Arsch der Welt. Ich muss da hin, ich muss da hin. Oh nö. Mehr Sylphen. Hoho. Der Seinige hat sich heimlich irgendwas notiert. Der Seinige ist gewiss ein Wissenschaftiger. Ein Wissenschaftiger, zweifellos, kein allzu guter. Hat sich der Wissenschaftige in letzter Zeit beim Spiegel angeschaut? Der Spiegellose hat Nerven, einfach so in unserem Gebiet aufzutauchen. Der sieht aus wie Harry Potter. Ein bisschen, ne? Zur Hilfe! Ich will nicht gefressen werden! Hör auf, solchen Unsinn zu verzapfen! Der Ahnungslose wird nicht gefressen. Silfen fressen nicht. Was die Meinige allerdings köstlich findet, ist die Tatsache, dass heutzutage wohl jeder schwachsinnige Wissenschaftler werden kann. Nun ja, wie dem auch sei. Lass die Unsrigen zur Sache kommen. Was hat der Unwissenschaftige vor? Ich bin wieder im Lurch. Alles klar. Raus mit der Sprache. Hat der Unwissenschaftige vielleicht Wind von der Existenz des heiligen Kindliches bekommen?
Gott, ey. Hilfe. Wie bitte? Das heilige Kind? Kindigliche? Es existiert wirklich? Ich habe es geahnt. An diesem alten... Oh Gott, Alter. In diesem alten Text ist also doch etwas dran. Hey, sie meinen, ihr gewusst, dass der Lügnerige Bescheid weiß. Nun, da dem so ist, kann die Meinige den Lügnerigen leider nicht mehr gehen lassen. Der Lügnerige muss sterben. Oh, das ist aber ungerecht. Dass es das heilige Kind wirklich gibt, hast du mir doch gerade erst erzählt. Das sind für die Sülfen. Ich hasse diese kleinen Viecher. Wer ist da? Hi. Meine Krone glitscht durch meine Haare. Oberhäuptige, die Luxio. Die Meinige kennt diese Fremdige. Es ist die Abenteurige, die in der Silfenzuflucht war. Die Abenteurige ist wirklich sehr stark. Verdammt, die Lästige kommt zum falschen Zeitpunkt. Rückzug. Tschüss, Rotkohl. Es könnte halt wirklich Kohl sein. Das eine ist Grünkohl, das andere ist Rotkohl. Farblich würde es passen. Rotkohl mit Beinen und Armen. Die hat noch Arme, oder? Ich weiß gerade gar nicht genau. Das war Rettung in höchster Not. Wer hätte gedacht, dass diese Silfen so grausam sein können? Sowas lernt man nicht aus Büchern. Das kann ich dir versichern. Mein Name ist übrigens Voice. Ich bin zu Forschungszwecken hier im Silfenland. Oh, entschuldige bitte, ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Ich weiß zwar nicht, wer du bist oder woher du so plötzlich aufgetaucht bist, aber ohne dich befände ich mich jetzt so in der Gewalt dieser garstigen Silfen. Wie bitte? Die Bruderschaft hat sich geschickt, um nach mir zu suchen? Du meine Güte, habe ich schon so lange keinen Kontakt mehr mit ihnen aufgenommen? Die Zeit vergeht wie im Fluge hier draußen. Aber wie man sieht, war die Sorge der Bruderschaft nicht ganz unberechtigt. So, und jetzt lass uns hier schnellstens verschwinden. Alles Weitere können wir gerne in der Silfenzuflucht besprechen. Von diesem matschigen, feuchten Wald habe ich erstmal genug. Na, frag mich mal. Ich darf jetzt jeden Tag in den matschigen, feuchten Wald. Na gut, erstmal, wenn wir spielen, sagen wir es so. Dann wird das nämlich eine Daueraufgabe hier. Verfluche die Silfen jetzt schon. Ah, da bist du ja. Und unversehrt. Das sieht man gerne. Ich würde dich gerne kurz von meiner Vorgeschichte erzählen. Du wunderst dich vielleicht, wie ich überhaupt hier bei den Silfen gelandet bin. Vor einigen Monaten, ich befand mich damals in der Grotte der versunkenen Gedanken und war in der dortigen Bibliothek mit Forschungsarbeiten beschäftigt, stieß ich eher zufällig auf eine gewisse Schriftrolle. Sie trug den Namen Legende des heiligen Kindes der tiefen Schlucht und schien sehr alt zu sein. Einige hundert Jahre alt, um genau zu sein. Der Inhalt dieser Schriftrollen befasste sich ausschließlich mit den Silfen, war hellauf begeistert und vertiefte mich sofort ins Studium dieses bemerkenswerten Textes. Und jetzt passt genau auf. Was ich daran fand, war eine bahnbrechende Entdeckung und unvorstellbaren Ausmaßes. Wenn sich dieser Text bewahrheiten sollte, steht das Schicksal des gesamten Volkes der Silfen möglicherweise vor einem bedeutenden Wendepunkt. Der Text handelt von der Legende des heiligen Kindes, das... Davon hat die Meinige auch schon gehört. Die Legende des heiligen Kindiglichens. Nach dieser Silfensage wird dieses Kindigliche alle 1000 Jahre nur ein einziges Mal geboren. Besitzt als Auserwähltiges bereits von Geburt an mächtige Zauberkräfte. Das Kindigliche besitzt überwältigende Talente und außergewöhnliche Macht und ist daher dazu auserkoren, die Zukunft aller Silfen auf den Schultern zu tragen. So steht es geschrieben. Die Schriftrolle hatte also doch recht. Ich habe unter diesen Annahmen bereits viele Bücher gewälzt und versuchte, den genauen Geburtszeitraum auszurechnen. Du wirst nicht glauben, was dabei herausgekommen ist. Meinen Berechnungen zufolge ereignet sich dieses überaus rare Naturschauspiel dieses Jahr. Ältigste, ist das vielleicht der Grund, warum die Finsteringe in letzter Zeit so aktiv zu sein scheinen? Das könnte durchaus möglich sein. Die Silfen, die mich töten wollten, wussten auch über die Legenden des heiligen Kindes Bescheid.
Du liebe Güte, die Unsrigen müssen sofort die ganze Zuflucht zusammentrommeln und darüber beraten, welche Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Die Absichten der Finsterigen müssen vereitelt werden, was diese auch immer sein mögen. Das Problem ist, dass wir leider noch nicht einmal wissen, wo das heilige Kind gerade ist, geschweige denn, in welchen Umständen es sich im Moment befindet. Aber dass die Zukunft der Sylphen auf dem Spiel steht, sollte nun außer Frage stehen. Dafür sind die Indizien einfach zu zahlreich. Abenteurerin, wir müssen die Sylphen in der Zuflucht mit aller Kraft unterstützen. Das heilige Kind darf einfach nicht in die falschen Hände geraten. Nicht ausdenken, was die bösen Sylphen mit der Macht, die es besitzt, anstellen könnten. Ich als Naturforscher bin zwar in physischen Auseinandersetzungen nicht der Bewandertste, aber du kannst trotzdem auf mich zählen. Für irgendwas werde ich mich schon nützlich machen können. Aha. Glaubt er. Da ist er sich sicher. Ja? Okay. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Amuxio. Die ganze Sache wird immer dubioser. Nun ja, wie dem auch sei. Den Unsrigen bleibt keine andere Wahl. Die Unsrigen werden sich um die Informationsbeschaffung kümmern. Der Stümperhaftige kann dabei helfen. Deinigen kommt die zweifellos gefährliche Aufgabe zu, den Unsrigen dabei zu helfen, die Ambitionen der Finsteren im Keim zu ersticken. Natürlich. Genau, diese Antwort haben sich die Unsrigen erhofft. Nur mit dem Stümperhaftigen auf unserer Seite wären die Unsrigen so gut wie verloren. So. Ich denke mal, ich kann jetzt Aufgaben erledigen. Zuflucht hat sich zu neutral verbessert. Damit hast du die Auftragsreihe der Sylphen freigeschaltet. Ab jetzt kannst du in der Sylphenzuflucht von Tunax die Aufträge der Sylphen annehmen. Außerdem kannst du nun von den Sylphenhändlern in der Zuflucht Waren erwerben, die dir bei deinen Abenteuern nützlich sein können. Ganz toll. So, das machen wir gleich. Ich gehe einmal nochmal fix aufs Klo. Bienen, sofort wieder da. So. Diese Quest werde ich, glaube ich, auch nicht vorlesen. Weil die sich halt einfach immer wiederholen. Schatz? Alles gut? Sehr gut! You. Hierfür gibt es auch wieder Wertmarken. Geil. Guti. Das mit den Sylphen wird, so lange wie wir noch nicht fliegen können, sehr, sehr nervig. Achso, das war nur Wasser. Okay. Jo. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Mit auf der Geburt. Brauchst du Hilfe? Ob du Hilfe brauchst? Okay. Hätte ja sein können. So. Ach, die will, dass ich auf der Geburt reite. Mhm. Dann einmal raufrotzen. Einmal bis hinten durchrennen. Und was fürs Bestiarium? Hier. Lass mich raten, der ganz unten. Ja, nein, vielleicht doch. Und auch einmal vollrotzen. Hoppla.
So war das nicht geplant. Brauche ich tatsächlich für den Gladiator? Nett. Also gut, dass wir mit dem Gladiator hier das Ding machen. Hä? Ja, ne? Geht eher um die Klasse. Nicht um den Film. Du doof. Ja, ne? Alles bereit für morgen? Alles bereit für morgen? Jo. Sehr gut. In der allerletzten. Allerletzten Kiste. Wie lange bist du noch wach, mein Engel? Bis du schlafen gehst. Okay. 10 Minuten sein? Uhr na, das glaube ich ja weniger. Müssen wir noch arbeiten. Wie ich dich kenne, machst du es morgen. Ach guck. Mögelst, dass ich einfach keinen Platz habe zum Arbeiten. Genau das ist es. Das wirst du wahrscheinlich dann morgen in der Küche oder so machen. Scheiße. Und der Hund sitzt leidend vor der Küchentür. Denkt sich nur, wann kommt er wieder raus? Oh, sehr gut. Kommt ihr hierher oder muss einer dafür. Nee, die kommt hierher. Okay. Ich hab nur ohne WLAN. Okay. Ah. Jo. Teuer? Ob ich da von einem Baum angegriffen werde? Ju. War gerade nochmal wichtig. Deswegen. Scheiße, jetzt habe ich Heiligen Bogen gezogen. Bin ich intelligent? Nein, bin ich nicht. Intelligent vielleicht. Oh Gott. Das passiert auch nur mir, ne? Es ist so. Okay. So. Den einen kann ich machen, wenn wir zurückgehen. Ja, ja, ich weiß, du bist hinter mir. Boom. Vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir das mit dem Paladin machen. Gladiator ist es ja nicht mehr. Guck mal einmal raus. Was will mein Dingesprogramm hier schon wieder? Hau ab. Ich will das nicht. Ja.
Wunderbar. Ja, muss einmal. Ja, wunderbar. Also. Dann will Ding jetzt hier noch was von mir. Perfekt. Auf weg. Ja. Jetzt. Das ist alles an Benachrichtigung weg. Sehr schön. Ich hasse es nämlich, wenn dann plötzlich die Leiste hochgeht. Und das die ganze Zeit am Blinken ist. Das ist so furchtbar. Und meine bessere Hälfte richtet sich immer drum auf, wenn die Leiste im Boden verschwindet. Aber ich kann das nicht. Das ist furchtbar. Ich kann die da nicht fix haben. Das, nee. Es nervt. Dann sehe ich alles, was vor sich geht, und kann mich nicht konzentrieren. Oh, die Morbids brauche ich auch. Den Morbid brauche ich auch. Morbid brauche ich auch. Den Morbid, Morbid, Morbid brauche ich auch. Viele Morbolts. Komm her. Ich weiß noch gar nicht, wie viele ich von den Viechern brauche. Wahrscheinlich auch 5. Ah, nee. 2. Wir haben es auf jeden Fall gleich. Aber schön, dass wir jetzt endlich die Silfen auch machen können. Das war mir nämlich beim letzten Mal auch noch wichtig. Als wir... Achso, ich wollte ja klicken. Also gestern, wo wir ja in Steinerne Wacht waren. Aber jetzt kann es ein bisschen vorangehen. Kleines nur ein bisschen. Können wir auch mal was anderes machen als nur Nebenquest, Klassenquest, Hauptquest. Dass ich das mal sage. Es wurde so ein bisschen eintönig. Gut, Goldshauser könnte ich noch, aber so brauche ich halt auch wieder mindestens einen Stream komplett für. Das ist wieder Transparenz. Das mache ich immer gerne als letztes. Damit ich sehe, wo ich hin muss. Kann ich damit? Ja. Springen kann ich. Ja, das ist gut. Hinter springen können wir. Können wir gleich wunderbar zubitschen rüber. Zubitschen.
Jo, warum ich jetzt die ganze Zeit hier in dieses duftende Gras gehe? Hier oben ist ein Counter, der jetzt abzählt. Wenn da unten ist, darf ich das Ganze nochmal machen. So, ah ne, hier muss ich irgendwo hin. Frage ist jetzt nur wo. Ach da, ich bin einmal dran vorbeigerannt. Oh Mann. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis das Ding runtergezählt ist. Können aber in der Zeit halt trotzdem, ohne gesehen zu werden, in den Viechern vorbei. Hier wird es wahrscheinlich gleich ausgehen. Nee, ich schaff's noch dahinter. Sehr gut. So. Einmal aufs Kätzchen, jetzt können wir alles abgeben. Da geht das hier gleich hoch. 150. Eieiei. Weiß gar nicht. Nee, Sonntag ist dann wahrscheinlich der nächste. Sofern Life is Strange morgen läuft. Wenn Life is Strange morgen nicht läuft, dann wieder FF. Ja. 30 von 150. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt einmal nochmal nach... Nein, nach Limsa. Hallo Lala mit feurigen Hörnern. Klicke ich wieder da drauf. Sehr gut. Und alles abgeschlossen. Wunderbar. Huch. Nee, dich will ich auf Gewässererkundung schicken. Ich hab für dich doch bestimmt noch irgendwas Besseres, oder? Stufe 41. Ich habe keine besseren Angelrouten. Weil ich die Klassenquest wahrscheinlich nie weitergemacht habe. Ah. Ja, das ändert sich halt einfach nicht.
Okay. Unternehmung, Gewässererkundung. Nee, ich komme nicht über die. Ich komme nicht auf die 45. Egal. Einunddreißig, 27, 30. Sechsundzwanzig. Nee. Ja, nicht weiter. Bei dir brauche ich dann gar nicht erst gucken, wahrscheinlich. Doch. So.